Ja, während sich die anderen unterhalten, schaust du in den Himmel, schaust die Vögel an, immer wieder in den Himmel. gesagt, während er da zaubert, ich weiß ja, wie lange das bei denen dauern kann, wenn die erstmal anfangen, gehe ich rum und sammle noch ein paar Vögel ein. Nur zum Thema Versuchsobjekte. Sind da noch so ein paar Kinder in der Nähe? Ja, klar, wirst du alle finden. Ja, dann gehe ich mal zu denen hin und sprich sie an. Hey, Kinder, sag mal, fallen diese Vögel schon länger vom Himmel? Hallo, Travian und Pareine zum Gruße, hohe Magisterin und weiß ich nicht. Wir haben das vorhin entdeckt. Der Torben hatte uns das auch schon erzählt. Das war gestern. Und deswegen wollten wir ihm das, eigentlich haben wir ihm das gar nicht geglaubt. Und dann haben wir nachgeguckt. Und da hat er was gesagt von zwei Vögeln, aber heute waren das sogar sechs. Und dann sind wir mal um Gareth rumgelaufen. Wir dürfen das eigentlich gar nicht, bitte nicht Mama sagen. Aber dann haben wir eben noch mehr gesehen und dann waren das nicht nur sechs, sondern dann waren das sogar noch mehr. Und das waren sogar richtig große. Und jetzt können wir das Torben zeigen und dann haben wir mehr Vögel als der gefunden. Ja, also ihr habt erstmal ein gutes Werk getan, dass ihr diese entdeckt habt, aber ich muss euch jetzt bitten, diese Vögel auf gar keinen Fall mehr anzufassen. Die sind nämlich gefährlich. Ja, meine Mama hat auch gesagt, die können Krankheiten verbreiten, die soll man nicht anfassen. Vor Ja, allem, ganz genau. wenn Du die solltest auf Kaka deine machen. Mama hören. Ja, du solltest ohnehin nicht in Vogelscheiße fassen. Ja, wenn ihr eine Magisterin seid, dann müsst ihr ja unglaublich klug sein. Wart, wart ihr hier, Sicher. wir wart hier jeden Tag in der Preistagsschule? Ich finde das ja total langweilig. Und unser Lehrer ist auch total streng. Der sagt immer, wir sollen ruhig sein, und dabei ist das Quatschen eigentlich immer viel schöner. Und dann sagt er uns immer irgendwas von Wassertag und Feuertag, und das interessiert uns eigentlich gar nicht. Und morgen ist Arvestag, das weiß ich auch. Und heute ist Winztag und wir haben irgendwas mit Radmarder oder so, ich glaube abnehmend, aber wofür sind denn die Sternbilder wichtig? Das werdet ihr alles noch in der Preiostagsschule lernen. Geht immer schön fleißig hin. Die Herrin Hersinde schaut gern auf Kinder, die fleißig lernen. Wenn ich groß bin, will ich auch Magierin werden. Ja, dann geh fleißig in die Schule. Übert richtig. Möge Hersinde mit euch sein. Übert richtig verliert Jetzt er nach rechts auf Hause. seinem Pferd und sucht sich einen hohen Aussichtspunkt und will dorthin. Um sich mal irgendwie Magistrat? von oben Übersicht zu verschaffen. Ihr habt etwas übersehen. Seht ihr dort am Himmel? Diese klaren Linien. Vor allem dort über dieser Kraftlinie. Seht ihr sie nicht? Dort! Wie meinen, Magister? Dort ist eine dämonische Fluglinie. Fluglinie, sagt ihr. Nun ja, wie soll ich habe gerade keinen besseren Ausdruck. Ein dämonisch pervertierter Linie am Himmel. Eine Fluglinie. Was Ihr meint, fliegt dass denn ein da? Dämon dort geflogen sein könnte? Das steht zur Möglichkeit. Ja, das muss natürlich sofort untersucht werden. Kann man das irgendwie beheben? Ich glaube nicht, dass man das beheben kann. Man kann es. Irgendwann wird es sie auflösen. Allerdings ist natürlich die Frage, wie kam es dorthin? Und wann? Und was hat es mit diesen Vogelsterben zu tun? Vielleicht ein Dämon, der dort entlang geflogen ist und die Vögel getötet hat? Ich glaube, diese Kraftlinie, die führt Richtung Osten. Wenn mich meine Orientierung nicht täuscht, direkt in die Hauptstadt von Galotta. Nach Jorgomak, von hier aus. Von hier aus. Ich drehe mich mal so um. Und dort ist dort nicht diese Dämonenbrache? Also im Osten von uns ist Ja. erstmal Bailung und im Nordosten von uns ist Jolgomak, oder vertue ich mich damit? Ich führe direkt nach Osten. Nach Bailung. Nein, ein etwas nördlicher. Jolgomak liegt meines Wissens nördlich von Bailung. Genau, Das ist deswegen sage ich natürlich ja korrekt. von nordöstlich Also von uns müsste doch Jolgomak liegen und nordöstlich könnte östlich man von uns sagen. aber nicht Jolgomak, sondern Bailung. Ich meinte, hast du gesagt? Östlich meinte ich. Ich Über habe du genau östlich das gesagt. gesagt.
Ihr dürft mal alle gerne auf Magiekunde würfeln. Kraftlinienmagie würde es euch erleichtern, aber auch Dämonologie. Das ist die Talentspezialisierung. Gar nicht so gut immer. Ja, wenn die Würfel sagen nein, dann nein. Reicht. Also ist es euch allen, minus Chiaras, ist es ein Begriff, der Strick des Schwarzen Mannes führt von der Dämonenbrache nach Nordosten, direkt über die Schwarze Sichel nach Yol'Gurmak. Es gibt mehrere Kraftlinien, aber das ist die stärkste und wenn Abel mir die ohne Anstrengung dann so einfach erkennen kann, das ist der Strick des Schwarzen Mannes. Und diese Linie ist bekannt für schwarze Magie. Wirklich, was? Ja, diese Linie wird oft benutzt für schwarze Magie. Ich bin mir nicht ganz sicher, zu welcher Schwarzmagie sie zugehörig ist, aber wir finden sicherlich in einer passenden Bibliothek die entsprechenden Informationen. Eine Linie des Schwarzen Mannes? Das hört sich eher nach Schauergeschichten an. Nun ja. Nein, das ist wirklich wahr. So heißt diese Linie. Gibt es Aufzeichnungen darüber? Ich greife mal eins von den Kindern. Hey Junge! Hast du in letzter Zeit seltsame Gestalten hier gesehen? Aua, nicht so dolle! Irgendjemand mit dunklen Kitteln oder so? Nicht so dolle, meine Schulter! Also ein ganz kleines bisschen lockerer. Mama hat gesagt, ihr seid die Fiesen! Antworte, Freios Namen! Raus damit! Was hast du gefragt? Ob du hier seltsame Gestalten gesehen hast? Irgendjemand in dunklen Roben oder mit seltsamer Kleidung? Komische Hüte? Nein, nur dich! Jalan, es war ein Dämon am Himmel, nicht einer am Boden. Der kleine Junge tritt erstmal voll, er kann ja gegen dein Schienbein. Ja, kann auf die Platte treten. Ja, ich lass ihn dann aber trotzdem. Nee, du kriegst einen Schadensbruch. Aber trotzdem los. Du kriegst einen Schadensbruch. Das ist die Travia-gefällige Strafe. Er bricht sich halt seinen Fuß, aber du kriegst einen Schadenspunkt. Klasse, er hat auch den Arm um den Fuß gebrochen. Den Fuß hat er sich wohl selbst gebrochen. Ja, gnütig. Kapitän, ihr seid wirklich nicht gut mit Kindern, oder? Bei uns zu Hause haben die Kinder wenigstens noch Respekt vor dem Herrn Preuers. Meine Mama hat gesagt, ihr seid die Fiesen. Hört ihr das? Nun, ihr seht furchteinflößend aus. Normalerweise müsste ich jetzt rausfinden, wer die Mutter von dem Kurzen ist, um das zu ahnden. Vielleicht ein neuer Haarschnitt. Wird euch gut tun. Isaron beugt sich mal zu dem kleinen Jungen runter und untersucht seinen Fuß. Tja, der ist jetzt gebrochen. Muss aber keine Angst haben, in ein paar Wochen verheilt er wieder. Ich werde zum Krüppel. Ich muss auf der Straße leben. Er fängt an zu weinen. Quatsch. Hilft ihm doch gefälligst. Könnt ihr das vielleicht verbinden? Mein Leben ist zu Ende. Ja, natürlich. Ich werde genauso wie dieser Stinker. Er deutet auf Ömer. Ömer steht auf einem Baum. Was möchtest du da tun? Er hält da einfach nur Ausschau. Er hat sich jetzt einen hohen Punkt gesucht und will da Ausschau halten, aber von da aus nur was besser erkennen, weil er einfach weiter oben ist. Er hofft einfach, die Vogelperspektive nutzen zu können, damit in Anführungszeichen. Du erkennst Zayatrun im Feld. Ja, Ömer ruft dann: Ey Magister! Komm mal her! Was ist denn das schon wieder? Und Ömer fängt dann langsam an runterzuklettern. Was ist? Komm mal mit, da hinten sind Zayadrohnen, mitten hier im Feld. Komm mit. Ey Junge, du bleibst jetzt hier sitzen. Und dann läuft Isarun den beiden hinterher. Ich passe auf, dass der Junge nicht wegrennt. Ach ja, selber. Was machen Zayadrohnen hier, Abelmir? Das ist doch. Das sollte doch hier nicht sein in Gareth. Oder vertue ich mich damit? Schwarze Magie. Das ist schwarze Magie. Eindeutig. Ja. Und überfischen. Was? Ja. Ja, ich würde mir die Runen mal anschauen und schauen, was die bedeuten. Das ist Luft. Das Zeichen ist, wie sagt man dazu? Das ist jetzt hier der Ständer der Elemente. Und das hier ist Erz. Das sind die drei Runen. Du kennst dich wirklich sehr gut aus. Ja. Ich sag ja, ich habe mich mal als Magier verkleidet. Mhm.
Ja, also sowas wie Luft und Erz zu kennen, ist natürlich schon eine hohe Kunst, Zayat, aber gerade so eine Namenssigille von Alkerimoth zu kennen. Na gut, ja, Ömer war natürlich auch in Yul'Gurmak, was auch immer er da gelernt hat. Wo auch immer er gelernt hat. Vielleicht sollten wir Ausschau halten nach weiteren Zeichen. Habt ihr sonst noch ein Zeichen gesehen von dem Baum aus? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen, aber was ist hier ein größerer Stein, der hier mit den Runen bemalt ist? Geritzt ist oder wie ist das? Oder ist das mit In irgendwie. das Feld hinein, also sehr, sehr groß, und wenn du dann auf dem Baum stehst, kannst du das natürlich von oben identifizieren. Von unten aus der Froschperspektive würde dir das nicht auffallen. Könnten auch irgendwelche Ackerflüge sein oder sowas, aber von oben aus Okay, kann man das erkennen. ja, also es müsste sich jemand vielleicht in einen Vogel verwandeln oder so und sich das von oben angucken, mit Magie. Aber ansonsten kann man das wirklich nur von oben erkennen. Wie groß sind denn die Runen überhaupt? Also was für eine Fläche nehmen die ein? Ungefähr auf 5 Meter die Rune. 5 Meter! Oh. Ja, deswegen, also aus der Froschperspektive würdest du das nicht erkennen. Das ist, ja, weil es einfach so breit ist. Natürlich ist da viele Schwingungen und viele Zacken und Muster. Und das würde sich auf 5 Metern verläuft sich das natürlich. Aber von oben betrachtet. Ich würde mir die Runen gerne mal genauer anschauen, wie die da in das Feld gemacht worden sind. Sind die da reingebrannt worden oder einfach nur die Pflanzen abgepflügt? Sehen, ja, sehen rein geflügt aus. Wem Also gehört denn nicht dieses rein, Feld hier? nicht rein gebrannt. Es sieht natürlich aus. Fügt sich natürlich in dieses Feld hinein. Frau Spurgesund, wem gehört denn das Feld? Und vielleicht ist da jemand, vielleicht sind die Bauern köstlichst dafür bezahlt worden, dass jetzt hier nur die Pflanzen so abgeerntet wurden, wo sie abgeerntet wurden, und die armen Bauern wissen gar nicht, was das hier genau ist. Vielleicht sind die Bauern auch tot, aber vielleicht können die Bauern sagen, wer das war. Also das muss ja irgendwie mir jetzt hier nicht gehören. Also das gehört natürlich der Kaiserin, dem Kaiser hier alles. Aber ihr wisst, wie ich meine. Und wir das Feld ja verwalten. Ja, wir fragen am besten mal die Kinder, wer der Bauer von diesem Feld hier ist. Ihr seht jetzt, dass Kiara sich neben dem Jungen hingesetzt hat, ihn den Flachmann gereicht hat. Hier, trink einen Schluck. Das hilft gegen die Schmerzen. Gerrit, du kannst dem Jungen noch keinen Schnaps geben. Super Tritt. Du bist nicht mein Vater, ja? Danke, du bist einer von den Guten. Er nimmt den Flachmann, trinkt einen Schluck und hustet dann aus und fängt dann zu weinen und einfach weil es so scharf ist. Oh, das ist also Alkohol. Sehr gut, sehr gut. Sowas müsste man in der Praia-Schule lernen. Ach, das kommt noch, die Stunde. Oder? Ihr habt doch Ich gleich noch stehe was, einfach oder? mit offenem Mund daneben und betrachte die Szene. Ihr habt doch solchen Unterricht, oder? Was haben wir? Ich gucke so Jalan an, so, ihr habt doch Unterricht mit Alkohol, oder? In der Priorstagsschule? Ja, natürlich. Karinor! Seid ihr übergeschnappt? Ihr seid seltsam, ihr Nordländer. Anstatt dem Jungen was zu trinken zu geben, könntest du ihm den Fuß verbinden. Was? Er hat keine Schmerzen mehr, oder? Ach so, Ah ja, ja, diesen. gut. Ich kann ihm den Fuß verbinden. Danke. Ich schien ihm dann den Fuß. So, was wollt ihr jetzt von mir? Habt ihr seltsame Gestalten gesehen, die sich an den Feldern an den Feldern zu schaffen gemacht haben? Hab ich doch schon gesagt, dass du der einzige Vogel bist. Außer den Toten. Den was? Ach, die toten Vögel, ja. Gut, dann kannst du gehen. Nee, kann ich nicht. Ich hab mir den Fuß gebrochen. Wegen dir. Junge, strapazier meine Geduld nicht. Willst du mich erschlagen? Machen die anderen auch schon. Toter Junge fällt ja nicht wieder auf. Warum sollte ich dich erschlagen wollen? Warum fällt ein toter Junge nicht auf? Wie? Ist sowas schon mal vorgekommen? Klar, ständig. Wo? Im Viertel der Tobria. Da verschwinden ständig Leute. Und in Meinlassgrund auch. Und in Eschenrod und in Sonnengrund. Aber vor allem bei den Tobria. Früher hieß es immer noch keine Kinder. Keine Kinder und keine Frauen. Mittlerweile hat sich die Zeit geändert.
Aber früher war alles besser. Na, früher war immer alles besser. Aber werden wir auch wieder Ordnung reinbringen, keine Sorge. Nimm diesen Stock hier, ich heb dann so einen großen Ast auf. Versuch dich darauf zu stützen. Er nimmt den Stock in die Hand, stellt sich hin, stellt sich hin und macht dann ein paar Fechtübungen gegen die Rüstung von Jalan und läuft dann schnell weg. Er humpelt weg. Nee, er ich bete still zur Travia, dass die Kinder ja unsere Zukunft sind und sie mir doch Einfühlungsvermögen schenken möge. Ah, ein guter Bursch, oder? Dann nehme ich den Flachmann von Keras und ziehe ihn leer. Den hat er mitgenommen. Das fällt euch jetzt erst auf. Dann nehme ich den zweiten Flachmann von Keras und ziehe ihn leer. Ich gebe ihm den zweiten Flachmann. Ich habe immer Vorräte. Und damit beende ich die Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.